Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Chained Echoes. Wir befinden uns auf der Insel des Einsiedlers, die jetzt unsere Insel ist. Und hier wollen wir uns noch ein bisschen umgucken. Vorher verteile ich noch die Talente. Talent festlegen. Erstmal, nein, wir fangen vorne an. Hier, lernen muss ich ja machen. Ich muss noch 4 weitere oben erlernen. Dann geht's weiter. Ich glaube, ich mache hier drüben die, weil die sind halt alles, diese Wertebooster sind halt echt gut. Ich muss mal ganz kurz gucken bei Festlegen. Also der hat auf jeden Fall hier noch 2 frei. Passiv hat er auch noch 2 frei. Der hat alles voll irgendwie. Warum haben die beide jetzt selber? Seltsam. Und die zwei können auch noch passive aufnehmen, hoffe ich. Ich weiß nicht, was das hier soll mit dem. Die haben jeweils. Na gut, klar, die haben. Was komisch ist, sie hat zum Beispiel nur 2. Aber warum hat die so viele passive Talente? Die hat dem seine alle übernommen. Voll seltsam. Und die hatte auch alles voll bei passiven Talenten. Ich muss nur mal kurz gucken. RP-Opfer. Ich verstehe das mit den Klassentalenten nicht. Verliert 5% HP, aber Angriffe werden um 5% stärker. Die Klassentalente. Kann ich die ändern? Ja. Wo kommen diese Talente her? Da haben die von Anfang an scheinbar gehabt. Und hier sind diese 2 Erddinger einfach weggegangen. Habe ich die nicht hier gelernt? Das hat sich einfach geändert. Ich weiß genau, der hatte noch einen Wasserangriff dabei. Und ich hatte irgendwie 2 Erddinger, wo ich gedacht habe, warum habe ich den 2 Erddinger geskillt? Wenn ihr es gesehen habt, schreibt mir die Folge, ich gucke mir die Folge nochmal an. Irgendeine Folge war, ich weiß genau, da habe ich mich gewundert, warum hatte Victor 2 Erdzauber? Und der war auch noch voll scheiße, der Erdzauber. Keine Ahnung. Egal, scheiß drauf. Ich muss hier ja irgendwas skillen. Und ich mache hier wieder Angriff. Der Rob, dem kann ich eigentlich auch. Gut, dem kann ich auch noch irgendein Passives geben. Ist da was Gutes dabei? Was ist der Angriff? Verursacht Schwächeschaden. Ich weiß halt nicht, diese Dinger, die finde ich alle so speziell. Bestienkiller, Dingskiller. Schweigen. Nee, der kriegt auch hier Angriff. Auch wenn das echt wenig ist. Der verreckt mir immer zu schnell, der braucht Abwehr. Oder hat der hier noch irgendeinen krassen Eisenschöpfung für so eine Runde lang Schwere. Alle. Heilung. Warum Heilung? Eisenschöpfung. Ich weiß nicht, ob der Skills bringt. Und warum ist der eine Heilung? Ach, ist doch kacke. Gib ihm Abwehr, der verreckt immer schnell. Das
kriegen gar keine passiven Punkte mehr. Irgendwie Irland. So. Gut, gut. So weit, so gut. Jetzt gucken wir uns endlich mal um hier. Wir haben eine Katze, die hasst mich natürlich. Voll groß hier mein Stützpunkt. Sieht zwar noch ein bisschen runtergekommen aus. Aber die haben Himmelsrüstung. Ist euch aufgefallen, dass Rob uns nicht mehr so oft beleidigt wie früher? Es begann, als wir ihm bei der Rettung von Len aus der Aurora halfen. Das stimmt, ja, der Rob ist ein bisschen korrekter geworden. Er ist immer noch ein mieser Typ, aber jetzt hat er wenigstens einen Killian, den er hassen kann. So, wir müssen die anderen Crewmitglieder auf der ganzen Welt finden. Upsi. Überall Katzen und Katzen hassen, Glenn. Hier ist andere Musik. Ich nehme an, das füllt sich dann alles, wenn ich genug Crewmitglieder habe. Oder Clanmitglieder. Wir sind ja ein Clan jetzt. Ich habe meinen eigenen Clan. Genug Betten sind auf jeden Fall vorhanden. Den Schlafgemächern. Die Treppen sind ein bisschen verwirrend. Ich weiß schon nicht mehr genau, wo ich angefangen habe. Hier ist der Speisesaal. Gut, es ist noch relativ leer, würde ich mal sagen. Aber immerhin haben wir jetzt ein Lager, das ist doch schon mal was Feines. Ja. Ist wohl der Schlafplatz von den Anführern. Das ist erst der Anfang, Clan. Von jetzt an werden wir Valandis zurückerobern. Ich bin mir sicher. Jetzt haben wir eigentlich genau das, was der Killian unbedingt wollte. Aber der Killian, der Trottel, ist ja jetzt nicht mehr dabei. Was echt kacke ist. Ausgerechnet jetzt, wo wir so einen richtigen Bund da aufbauen können, eigenen. Und von seinem Geld, das er angeblich immer ausgegeben hat für die Reise, habe ich auch nicht viel gesehen. Er war einfach nur ans Fest. Ach, hier ist ein Wald. Diese Insel sollte perfekt für euren Clan sein. Wenn ihr hier weg wollt, dann solltet ihr euer Luftschiff rufen. Okay. Mich erstmal ein bisschen umgucken. Ah, Rob. Auf dieser Insel wachsen Pilze, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Vielleicht kann ich damit einen neuen Trank herstellen. Korrekt, Robbie. Diese Insel ist großartig. Wenn du mir die Männer besorgst, baue ich vielleicht einen kleinen Hafen für unsere Luftschiffe. Unsere Luftschiffe, das hört sich doch gut an. So, wo sind das Questing? Auf der Suche nach ein. Suche nach dem Kontakt in Basil, Felder von Rodan. Unser Clan braucht mehr Verbündete. Prinzessin Amalia könnte eine passende Kandidatin sein. Die habe ich alle schon gemacht, gell? Himmelsrüstung. Ah, Setup.
Ah, ich kann die austauschen. Merlin, Agamemnon, Ovedia und Paris. Glenn hat Paris. Ach, der hat ein Großschwert jetzt Kompetenz. Ich kann die Waffen alle leveln. Bogengewehr. Okay, mit Bogengewehr B100 hat er schon Level 4. Sportdrohnen. Allerdings bin ich beschiss, dass die Ätherkanone E100 und die Elementarkanone genau gleich aussehen. Glenn ist stärkster, also kriegt er auch das, damit er noch stärker wird. Obwohl dem seine hat schon am meisten Leben. Das ist eigentlich. Nee, Victor seine ist Stärke. Cool, ich kann so die Farben ändern. Oh, was ist das jetzt? Was ist denn die View-Taste? Muss ich erst mal angucken. Ja. Und wie ist mein Hitterkanone? Cool, Stats sind dauerhaft gestiegen. Sie bleiben so, auch wenn die Waffe gewechselt wird. Ah ja, da muss ich die Waffen hin und her tauschen. Ja, cool. Erblindungssalve. Also wenn die auf 8 sind, muss ich die dann tauschen. Schwert und Schild. Da kriegen die alle Abwehr plus 20. Okay, cool. Ja, das ist was Feines mit den Himmelsrüstungen. Vor allem, dass es mir gleich 4 hat. Dass echt alle damit ausgerüstet sind. Das ist echt stark. Am Strand ist bestimmt auch noch eine, oder? Nee. Hä? Was machst du hier? Verlora, ich habe auf deine Ankunft gewartet. Ich wusste, dass deine Gruppe diese Insel besuchen würde. Du wusstest es? Woher? Bist du eine Wahrsagerin oder was? Weil ich eine Warte, was? Woher wusstest du das? Bist du auch ein Wahrsager? Wie ist das möglich? Für eine Wahrsagerin stellst du viele Fragen. Verdammt, ich war zu langsam. Dieser Clan ist bereits von einem Rivalen besetzt. Eigentlich nicht. Ich bin kein Wahrsager. Das bist du nicht?
Das bist du nicht. Ich weiß das natürlich. Ich möchte euch meine Dienste anbieten. Ich kann euch dabei helfen, eure Bestimmung auf diesem Kontinent zu finden. Wahrscheinlich hat sie eine lange Reise hinter sich. Wir können ihr nicht absagen, oder? Ich denke nicht. Wie vorhergesagt, ich werde mir ein nettes Plätzchen suchen, wo ich meinen Geschäften nachgehen kann. Kommt mich jederzeit besuchen. Herzlichen Glückwunsch, Falora ist dem Clan beigetreten. Du kannst ihr Geld geben, um Hinweise auf neue Rekruten für deinen Clan zu erhalten. Sie ist dem Clan beigetreten, du kannst ihr Geld geben. Wahnsinn. Dann geben wir immer Geld. Hier sind zwei Höhlen. Okay. Gut, dann gucken wir mal, wo sich die Falora niedergelassen hat. Ich habe nicht mal eine Karte von meinem eigenen Haus. Das ist traurig. Was könnte der Wahrsagerraum sein? Hier ist doch ein schönes Schlafzimmer. Ich sag mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte mal, sind das überhaupt? 3 Betten. Das hier auch 3? 6, 4 sind 10. Und das sind auch 3. 13 können noch kommen. 13 Betten sind frei. Ach, das ist doch die doofe Katze, die mich hasst. Mal gucken, wo die Falora abhängt. Das war gut. Bist du auch ein Wahrsager? Hallo Falora, wo hast du dich versteckt? Meine krassen Base. Ich hab's so nett. Sehen. Verdammt. Da ist der Wahrsagerraum. Hat sie sich einen neuen Raum gebaut? Den gab's doch vorher nicht, oder? Für 1000 Ark kann ich neue Rekruten zusammentrommeln. Bring uns bitte neue Rekruten. Da ist ein Kerl auf einer Insel gestrandet, mitten in einem See. Echt jetzt? Das war wirklich schwach. Oh je, dieser Kerl wird in New Orange hier nichts verkaufen. Okay, einer ist in New Orange hier. Okay, immerhin. Immerhin sagt sie Bescheid. Also einer in New Orange hier. Ach komm, ich mach weiter. Nee, wir können ja mal gucken. Vielleicht finde ich ja so welche. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie steige ich aufs Luftschiff. Ach, über den Dings mache ich das doch. Oder? Ist denn nach New Venture? Kann ich noch gar nicht, oder was? War doch eben die Anzeige, als ich hier rausgekommen bin.
Karte pausieren, fliehen, Charakterwechsel, Belohnung. Luftschiff rufen. Was ist die View-Taste? Ah, okay. Hier einfach so landen. Ist das der Typ auf der Insel? Endlich ist jemand gekommen, um mich zu retten. Oh mein, ihr seid es, Sir Victor. Shishishi, wie bist du hier gelandet, Vester? Ach, ich hatte etwas Pech. Ich wollte diese Insel kartieren. Also fuhr ich mit einem kleinen Boot hierher. Allerdings hat mir niemand gesagt, dass hier ein riesiges Seeungeheuer lebt. Ich konnte mich selbst noch retten, doch die Bestie zerstörte mein Boot. Dann nehmen wir dich lieber mit. Ihr besitzt jetzt ein Luftschiff, wie ich sehe. Ja, wir sind jetzt als Clan registriert. Wirklich? Dann will ich bei euch bleiben. Auf diese Weise kann ich Valandis einfacher kartieren. Natürlich teile ich alle Informationen mit euch. Nun, was denkst du, Glenn? Ein persönlicher Kartograf könnte äußerst nützlich sein. Nehmen wir ihn mit. Fantastisch, vielen lieben Dank. Herzlichen Glückwunsch, Vester ist dem Clan beigetreten. Du kannst jetzt alle ungeöffneten Truhen in jedem Gebiet sehen. Oh, das ist aber cool. Hier sind null. Und damit wir noch was Cooles gemacht haben in der Folge, gehen wir jetzt los. Oh, ich bin nicht in die Hirn gekommen. Zur Hölle, wo bin ich? Jetzt kann ich echt überall rumfliegen, krass. Warum tauche ich denn hier wieder auf? Farbe sieht irgendwie cooler aus. Oh, jetzt kann ich leveln, jetzt bin ich voll stark. Pistolenmeister. Schmetterball. Oh, jetzt hat er auch einen starken Angriff. Eigentlich total overpowered, ey, mit den Himmelsrüstungen. Aber ich will den Frosch killen gehen.
Hier war doch der Frosch irgendwo. Reicht nur nicht, oder? Oh. Was ist denn das Symbol hier neben? Seht ihr das? Da ist noch mal so ein extra Symbol. Ich wollte hier noch gar nicht runter. Kann ich natürlich alles so voll abfliegen. Siehst du diese Kratzspuren? In den letzten Monaten sind überall in Rolan gefährliche Bestien aufgetaucht. Nachts greifen sie unser Vieh an, allerdings hat sie noch niemand gesehen. Als ob die Goblins nicht schon problematisch genug wären. Das war doch die Goblin-Höhle. Ich brauche noch Goblin-Kopf. Ach so, die Folge geht doch schon wieder eine halbe Stunde. Jetzt muss ich gleich ein Päuschen machen. Gut, dann machen wir mal hier ein kurzes Päuschen. Ich wollte eigentlich den Frosch töten, aber ich war so fasziniert davon, dass ich überall rumfliegen kann, dass ich es vergessen habe. Aber den Frosch holen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.